Christian Lindner, Bundesfinanzminister und Vorsitzender der FDP, ist ein weiser Mann. Denn er hat uns erklärt, was mir nicht aufgefallen ist, nämlich, dass der Tankrabatt wirkt. Nein, ja. Ich habe noch nichts davon gemerkt. Ich tanke zum selben Preis wie vor dem 1. Juni. Also vielleicht sind es 2 Cent mal günstiger, aber ich habe davon nichts gemerkt. Also 3 Milliarden Euro hat der Staat hergeschenkt in Form von Senkung der Mineralölsteuer und beim Kunden, beim Tanker, beim Autobesitzer kommt nichts an. Er würde jetzt vielleicht sagen, ansonsten wäre es noch teurer geworden. Das ist ja dann immer die schöne Argumentation. Also wenn wir euch nicht richtig schuhriegeln würden, dann würden es andere noch mehr machen. Aber das Interessante ist ja, dieser Tankrabatt ist ja keine rein deutsche Erfindung. Also ich weiß nicht, ob in dieser konkreten Form, aber ein bisschen anders haben es andere auch gemacht. Die Polen schon vor einigen Monaten, da sind die Benzinpreise dann tatsächlich gesunken. Vielleicht nicht dauerhaft, aber zunächst mal eine ganze Weile. Oder auch die Ungarn. Und da zeigt es auch Erfolge. Also entweder machen es die viel besser oder unsere hier viel schlechter. Oder beides, vermute ich. Also ich habe heute mit einem Autofahrer in Budapest telefoniert. Bevor ich aber darauf zu sprechen komme, wollen wir noch ein bisschen schimpfen über das Personal, das uns gerne regieren möchte. Es ist tatsächlich auch viel handwerkliche Dummheit dabei. Es muss man sich mal vorstellen, also der Tankrabatt funktioniert nicht. Und jetzt wollen sie es retten. Die Frau Esken von der SPD will jetzt Fahrverbote, Tempolimit sowieso, aber auch Fahrverbote am Sonntagen einführen. Das heißt, die Autofahrer sollen nochmal gestraft werden. Hohe Preise haben sie, jetzt dürfen sie gar nicht mehr fahren am Sonntag. Also Familienausflug zur Oma und Opa fällt aus. Und der Habeck, der will jetzt die Mineralölkonzerne zerschlagen. Also da ist so wieder so ein Öko-Bolschewismus da im Schwange. Und er will ersatzweise, wenn das nicht geht, will er eine, wie sagt man da, Übergewinnsteuer einführen, weil tatsächlich sind deren Profite ja in der Kriegszeit jetzt im Februar, seit Februar schwer gestiegen, wo ich auch wieder sage, eigentlich diese Konzerne sind da vor allem angloamerikanische und Shell, die Holländer sind auch dabei, denen ins Fleisch zu schneiden, das hätte durchaus meine Sympathie, aber ich traue das dem Habeck nie und nimmer zu, dass er das hinkriegt, weil die haben ja erst den amerikanischen Gasmultis einen Haufen Milliarden zugeschoben, indem sie den Russen das Russengas ersetzen wollen durchs Fracking-Gas aus den USA. Also werden die wohl kaum jetzt die 7 Schwestern des Ölgeschäfts entsprechend regulieren oder gegenbesteuern. Das kriegen die niemals hin, werden aber beim Versuch sehr viele unnütze Stellen, Kontrolleure und Bürokratie aufbauen, was dann nochmal kosten wird und auch wieder beim Steuerzahler endet. Es ist aber wichtig, den öffentlichen Dienst aufzublähen, genau da, wo ihn der Bürger nicht braucht. Also nicht etwa bei der Ausgabe von Personalausweisen, dass das nicht wieder 3 Jahre dauert. Aber da ist immer schön, vielleicht noch ein Verbandsklagerecht dazu und irgendeine NGO. Ja. Und dann haben wir eigentlich das Ergebnis und was dann am Ende bei rauskommt. Naja, gut, kennt man. Aber trotzdem vielleicht zu dem Punkt, warum machen es die anderen besser? Ja, also ich, wie gesagt, ich habe heute mit Budapest telefoniert, mit einem Freund, der Auto fährt und der heute Diesel getankt hat für 1,19 Euro umgerechnet. Ja, während ich bestenfalls bei 2 Euro liege, vielleicht noch drüber. Also 1,19 Euro in Ungarn, was machen die besser? Ganz einfach, ja, man muss schon grüner sein, um das zu versemmeln. Viktor Orban hat festgelegt, der Preis beträgt nicht mehr als umgerechnet 1,19 Euro. Punkt. Das ist der Preis an der Tankstelle.
Also, die Mineralölkonzerne haben gar keine Möglichkeit mehr zu sagen, ja, die Weltmarktpreise sind gestiegen und deswegen können wir das jetzt nicht entsprechend runtergeben mit dem Preis, sondern sie können einfach nicht drüber gehen. Und wenn sie rumjammern, dann sagt Orban, okay, ihr müsst halt auch mal den Gürtel enger schnallen, wenn es euch nicht passt, könnt ihr auswandern und dann kaufen wir euch die Tankstellen ab. Ins Unreine gesprochen, ja. Aber das ist so eine einfache Methode, einfach den Preis für alle sichtbar. Da waren dann auch an allen Tankstellen, auf der Anzeigetafel war derselbe Preis drauf, weil die natürlich alle bis an die Grenze gegangen sind, aber drüber ging eben nicht. Ja. Und das Interessante ist, also, okay, er könnte jetzt sagen, oder die könnten sagen, dann gehen wir eben. Das ist natürlich Erpressungspotenzial. Aber Ungarn hat sich ja bei den Lieferanten nicht selber eingeschränkt. Im Gegenteil, es hat durchgesetzt, sehr energisch, dass es weiter russisches Öl kaufen kann. Das heißt, die westlichen Konzerne können jetzt eben nicht erpresserisch einfach sagen, wir drehen euch den Hahn zu, weil er immer sagen kann, und das auch wird, dann liefert es mir der Putin. Gut, der Putin könnte ihm jetzt auch den Hahn zudrehen, aber das wird er in dieser Situation natürlich den Teufel tun, das zu machen, weil er ja politisch auch diese Lieferungen nach Ungarn will. Die sind ihm politisch vielleicht sogar noch wichtiger als der finanzielle Aspekt, den Ungarn da dafür zahlt. Also auch da muss man sagen, das Problem ist selber angerichtet. Ganz genau. Also der Orban hat es sehr gut gemacht. Er hat sich die Bezugsquelle russisches Öl gesichert und von der EU nicht reinreden lassen. Dadurch kriegt er günstige, preisgünstige Lieferungen zu einem Festpreis, der auch nicht schwankt, sondern der im Vertrag festgeschrieben ist. Während die Bundesregierung auf Druck der verrückten Grünen, vor allem der Grünen, ich meine die Sozi sind ja genauso irre und die FDP, okay, wir gehen jetzt runter mit den Bezugsmengen aus Russland und ersetzen, wir kaufen das zu, Deutschland kauft es zu auf den Spotmärkten, kommt es dann aus Schottland, aus der Nordsee, aus Norwegen vielleicht und da ist es natürlich erheblich teurer. Und kein Wunder, dass unsere Preise steigen. Hinzu kommt auch noch, Deutschland hat eigene Raffineriekapazitäten kaum noch. Das heißt, wir haben natürlich Raffinerien, aber die sind im Besitz der Ausländer. Und zwar vor allem eben dieser angloamerikanisch-niederländischen Riesen. Und nur eine Raffinerie ist im Besitz der Russen, nämlich Schwedt an der Oder. Und da soll es ja auch zu Ende gehen. Während Ungarn die Raffinerien hauptsächlich selbst besitzt und auch an der Tankstelle selber, also praktisch beim Endverbraucher, die Nase vorn hat über den weitgehend staatlich kontrollierten Benzinkonzern MOL. Sowas hat Deutschland gar nicht mehr. Wir hatten das mal, Aral war auch weitgehend staatlich, aber das wurde dann Zug um Zug verscherbelt. Und jetzt gehört es seit 2002 BP. British Petrol, also auch eine andere angloamerikanische Firma. Die sind jetzt so verzweifelt, dass sie es von Venezuela abkaufen wollen, das Öl. Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Aber ich meine, der Maduro war ja bisher auch immer so ein kleiner Putin, aber ich glaube, in der Not frisst der Teufel nur Fliegen. Ja, also dann kriegen wir das Öl eben über den ganz großen Teich von dem früheren Schurken. Beim Gas ist ja ähnlich, da soll dann Katar einspringen, die Musterdemokratie. Und jedenfalls wird das immer alles teurer. Und die Bundesregierung, die Ampel, kriegt es nicht in den Griff. Und auf einen schlechten Vorschlag à la Tankrabatt kommen noch viele weitere schlechte Vorschläge, die das noch schlimmer machen. Kommt der autofreie Sonntag, gab es übrigens schon mal in den 70er Jahren bei der Ölkrise. Also waren aber nicht so viele, das waren so ein paar Sonntage. Aber ich glaube, der Vorschlag sich jetzt umsetzt, der bleibt dann auch. Ja, das Letzte.